Ja, für uns geht es schon noch um einiges. Wir wollen die Rückrunde ungeschlagen überstehen. Das heißt, wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Mit den 3 Punkten würden wir intern einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Das wäre für uns Motivation genug. Und wir wollen vor allen Dingen im Abstiegskampf keine Schützenhilfe leisten und uns von anderen Vereinen dann womöglich noch sagen lassen, dass wir unlauter im Wettbewerb gespielt hätten. Also das heißt, für uns geht es volle Kraft voraus. Für uns geht es quasi ums Überleben der Kreisliga. Wir müssen gewinnen. Uns reicht nicht mal ein Unentschieden, um in der Kreisliga zu verbleiben oder überhaupt Hoffnung zu haben, da drin zu bleiben. Vielleicht ein Relegationsplatz von Flehingen, dass sie das schon noch schaffen. Aber sonst geht es, wie gesagt, ums Überleben in der Kreisliga. Mit Sicherheit wird es nicht einfach. Wir probieren, unser Spiel zu machen und gucken, dass was besser rauskommt. Mein Vorredner hat ja gesagt, sie werden alles in die Waagschale werfen, um hier zu punkten. Und wir sind uns dessen bewusst, weil sie ihre letzte Chance nutzen wollen, in der Kreisliga zu bleiben. Und es wird kein Selbstläufer. Ja, wir werden spielen wie immer. Die Mannschaft ist ja eingespielt. Und wir werden mit der Stammbesetzung spielen. Wir werden natürlich Spielern, die uns verlassen, auch die nötige Einsatzzeit gewähren. Und anschließend gemeinsam die erfolgreiche Saison mit einem gemeinsamen Fest ausklingen lassen. Ich bin
Herzlichen Glückwunsch!
Du bist Sieger, hey! Du bist Sieger, hey! Du bist Sieger, hey!